So, liebe Leute, da sind wir wieder bei FIFA 21 und damit herzlich willkommen zurück mit dem nächsten Spiel gegen Bayer Leverkusen. Ich guck mal gerade, Jamal Musiala möchte nicht gehen zu Freiburg oder. Denn ist die Summe zu hoch, wie auch immer. Und ja, wir gehen rein auf jeden Fall ins Match und. Wieder, da ist der nächste Gegner Bayer Leverkusen und dann geht's gegen Sevilla. Naja, es geht jetzt Schlag auf Schlag und ja, ich kann mal ein bisschen durchrotieren, weil ich muss auch durchrotieren irgendwie. Weil da einige Spieler ein bisschen ja, angeschlagen sind. Das werde ich jetzt also deswegen tun. So. Da müssen wir ein bisschen durchrotieren, damit die Jungs auch mal ein bisschen Fitness reinkriegen. So, gehen wir rein ins Spiel. Die Saison ist zwar noch jung, aber das ist schon ein wichtiges Spiel. Erster gegen Zweiter, da wollen natürlich beide den Dreier. In ein paar Minuten geht's los mit Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen. Horstwürfel, Sie werden gebeten, sich an Eingang. Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Willkommen in diesem tollen Stadion. Ich bin Wolf Fuß, neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir werden das Ganze für Sie kommentieren. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, dann schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Heute wird vor allem Philippe Coutinho im Mittelpunkt stehen. Denn er muss heute zum ersten Mal gegen sein früheres Team ran. Ganz einfach ist das nicht, oder Buschi? Nein, die Frage ist ja immer, kann er dann auch in so einem Spiel seine gewohnte Leistung bringen? Oder lenkt ihn das alles ab? Er kennt die Fans, kennt den Club, aber das ist ein Profi, abgerühmter Spieler, dem macht das nichts aus. Der wird heute Leistung bringen. Das sieht der Trainer nicht anders, sonst würde er ihn ja nicht bringen. Der FC Schalke heute mit einigen Wechseln in der Startelf, sehen wir ja hier auch gerade. Im Tor ist Manuel Neuer, Nico Elvedi spielt zusammen mit Stefan Savic in der Abwehr und im Angriff werden sie heute zu Beginn mit zwei Stürmern auftreten. Ja, es hat einfach Fitnessprobleme, es hat keine sportlichen Gründe, sondern es sind einfach Fitnessgründe, warum ich die jetzt, warum ich mal durchgewechselt habe. Gucken wir mal, was sie schaffen. Es war nur ein Stürmer, aber defensiv spielen sie trotzdem nicht, oder? Das stimmt. Die kriegen aber auch immer wieder was nachgelegt, ne? Wenn ich habe den jetzt, ich habe den Paulinho weggehauen, ich habe den Coutinho weggehauen und dann haben sie jetzt einfach mal Rodriguez. Also erst Paulinho, dann haben sie sich Coutinho geholt, habe ich Coutinho geholt und jetzt haben sie mit Ramos Rodriguez den nächsten Topstar geholt. Na gut. Unser Ziel ist es, wie gesagt, heute das Leverkusen-Spiel zu gewinnen, damit machen wir hätten wir 9 Punkte Vorsprung. Aber mal gucken. Marco Richter. Schönes Ding in Talia. Fico, den lässt er ohne. Kommt jetzt die Flanke. Runde stehen. Gute Flanke. Und Außenpfosten. Erste Riesenchance für die Schalker durch Sasa Kalajdzic. Schade. Das sind bisher leider nicht die Leistungen, die wir von den Bayern kennen. Ne? Ich glaube, die werden oben in diesem Jahr keine Rolle mehr spielen. Sie zeigen zu wenig. Könnte die Führung werden. So, dann ist es dann noch 1:0. 9. Minute. Die Schalker gehen mit der 1:0 in Führung durch eben Marco Richter.
Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Ah, gut gemacht. Schön da hinten rein ins lange Eck. Schnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Die Schalker damit vorne. So, früh 1-0. Das ist schon mal wichtig. Ja, gut dazwischen gegangen. Und jetzt der Ball vorne in die Spitze. Kein Abseits, sagt der Schiedsrichter da auch nichts. Dirk hat er auch nicht. Damit steht 2-0. 13. Minute. Auch heute wieder. Wir könnten heute Herbstmeister werden mit dem Sieg hier. Mal Leverkusen schlagen. Und Dortmund halt uns. Nur mit Dortmund ohne Sieg spielt halt. Eine andere Baustelle. Und im Abschluss auch noch effizient. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Und Rames. Ja, gut gemacht. Dazwischen gegangen. Ballverlust. Rames über den Konter. Richter. Der Platz hat gegen Tagliafico, der nichts machen kann. 3-0. 18. Minute. Was ist denn hier los? Die Schalker schlagen. Ne, mal gucken, oder geht nicht. Lass mal in Führung. Klasse Spiel der Schalker bislang. Heute scheint fast alles zu gehen. Jetzt nicht nachlässig werden, dann gewinnen sie das Spiel locker. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Was die bislang für eine Saison spielen, Wahnsinn. Und beim Blick auf die Tabelle wird das ja auch nochmal bestätigt. Sie liegen auf Platz 1. So, erstmal der Konter. Ake, der aber ein bisschen aufpasst gerade. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Ja, könnte gefährlich werden jetzt. Bailey. Gut in den Lauf gespielt. Oh, Ball gewählt. Gut gemacht, ja. Schöner Pass. Kein Abseits durch Sasa Kalajdzic. Der ohne mit bisschen Glück hier das 0-4 verpasst. Aber super gehalten auch vom Keeper. Kommt in die Mitte. Und da Costa war das. Nee, der Kopfball geht knapp neben das Tor. Ja, das war Pech. Rames jetzt am Ball. Ball fliegt hoch ein. Ah, gut gemacht. Becker. Gut gemacht. Platzer. Ah, gut gelöst da. Rames. Ah, der aber auch ein bisschen was kann, der Rammel. Und Tor für Leverkusen. Und das geht auf. Rammel ist das Tor. Das war super gemacht. Liam Bailey. 1-3. Aber wieder, Rammel ist Becker hier ausgekocht. Dann den zweiten Innenverteidiger Elvedi stehen lassen und rein auf Bailey und dann steht es noch 1-3. Tor für Bayer Leverkusen. Die Nummer 9. Leon Bailey. Ah, wieder nichts. Wieder Ballverlust da hinten. Leon Bailey. Hier ist er unter Druck und der Ball geht ins Aus.
Also ich sage, gefühlt haben wir gerade ein bisschen die Verunsicherung mit drin, weil momentan die Bälle nicht so ankommen, wie ich das gerne hätte. Und da ist der Ball wieder weg. Jetzt vielleicht mal Savic. Jetzt der Ball auf Dennis Geiger. Entschuldigung, Dennis Geiger ist es. Und der Musso sagt dann, no, den nehme ich mit. Hier machst du nicht das 4-1. Vor dem Tor heute nahezu unaufhaltsam. Chancen erarbeiten, Chancen machen, dann hast du eine deutliche Führung. Chance zur Flanke jetzt. Ah, kommt aber nicht durch. Meunier, Amiri. Jetzt die Chance. Und Manuel Neuer verhindert das Leverkusener Anschlusstor. Und das war nach diesem 3-0, nachdem es so souverän lief. Sehr, Schaut gut aus, aber sie ja. müssen weiter konzentriert arbeiten. Zur Halbzeit liegen sie auf jeden Fall mit 3-1 vorne. Das ist nicht sein Spiel bis hierhin, das kann er besser. Ihm fehlt so ein bisschen die Bindung zum Spiel, so kann er kein positiver Faktor sein. So. Na gut, gucken wir mal, wie die zweite Halbzeit dann läuft. Anschluss Bayer und damit geht's hier weiter. Burkhardt, der gerade so ein bisschen überfordert scheint gegen Meunier vor allen Dingen. Gerade gegen Amiri. Schalke kriegt gerade nicht den Griff. Aber es ist, wie gesagt, immer noch der Tabellenzweite. Becker, jetzt mal der Ballverlust. Abstoß, Ball war draußen. Jetzt will man mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen. Insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Als nächstes steht die UEFA Champions League an für Schalke. Dann genau, Sevilla. Auswärts gegen den FC Sevilla. Und ich glaube, das könnte eine klasse Partie werden. Ja gut, wir sind eh durch in der Gruppenphase. Ball bei James. Anspiel kommt gut. Becker, Cabral, der... Sie bekommen den Abstoß. Es gibt Abstoß für uns. Ich krieg's gerade nicht in die... wieder in den Griff. Die Leverkusener machen gerade den Druck, den sie eigentlich... Ja, aber sie machen gerade Druck, sagen wir mal so. Jetzt haben wir vielleicht mal ein bisschen Luft. Da ist die Chance. Und dann ist es Karl Leitschitz und Musso, der das ohne Probleme hält. Der einfach sagt, nö, ich bleib stehen, das ist meiner. Schalke mit dem Einwurf. Neuigkeiten aus dem Volkspark. Es ist ein Tor gefallen. Im Studio jetzt die Infos. Wir haben hier den dritten Treffer für die Hertha. Neuer Spielstand damit also 3-0. Nein, das war doch ja nicht. Müsste gelb geben. War überhaupt nicht. Kein Foul. Naja. Das war ein Foul und auch die Verwarnung ist meiner Meinung nach vertretbar. Hm. Freien Raum. So, jetzt Coutinho. Jetzt Coutinho. Coutinho mit der Riesenchance. Ja, ganz energisch. Hake bleibt aber auch standhaft. Er bleibt da dran. Ecke Coutinho. Der Ball geht an den Posten. Leck mich doch. Gefahr erstmal bereinigt. Ich krieg aber gerade auch nicht das vierte hin. Ah, die sind gefrustet. Überhaupt keine Frage. Das war eine gute Chance und dann ist das Alu im Weg. 71. Minute, Moussapa, Tempo, gib ihm, vergiss es. Schalke probiert zum... deutlich weniger von diesem Spiel, was den Ballbesitz angeht. Aber das kümmert sich offenbar überhaupt nicht. Sie haben sich diese... Burkhardt! Das war sehr gut! Oh Gott! Das ist natürlich schwach. Ja, ärgert ihn auch. So, gelb für Savic noch hinterher. Das war eigentlich... klares, sicheres Tor. Das hätte er nur einnicken müssen, dann wäre es passiert.
So, dann wechseln wir jetzt mal durch. Es ist das Spiel hier doch unterbrochen und für das Foul von vorhin gibt es Gelb. Gut vom Schiedsrichter. So, ich nehme jetzt zunächst ganz richtig den Vorteil. Die Jungs, die gelb vorbelastet sind, mal kurz raus. Bevor ich hier mit Gelb-Rot einen verliere. Glück gehabt. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Ist hier immer noch am Ball. Coutinho. Gefährliche Szene. Endlich, ey. 4-1. 78. Minute. Es ist Felipe Coutinho. Endlich macht mal einer wieder was. Wie er das macht. Wir schauen aber auch mal, dieser Ball hier von Boca, der ohne Probleme. Und perfekt der Abschluss. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt. So, Filippo Coutinho, ehemaliger Leverkusener, trifft jedenfalls im 1-4 oder 4-1. Ich muss ganz offen sagen, mich überrascht dieser Zwischenstand noch immer ein bisschen. Ich hätte gedacht, dass es ausgeglichen dazu ist. Na, klar, es wird doch ganz gehen. Es gibt manchmal diese Spiele. Da gelingt einem Team alles, dem anderen nichts. Das ist heute so. Die Schalker holen sich den Ball zurück. Becker. Im Volksparkstadion gibt es ein Tor. Wir geben kurz rüber ins Studio. So, und jetzt gibt es mal Gelb für Leverkusen. Noch zwei gelben Karten für die Schalke gibt es jetzt mit Geuter die dritte im Spiel. Die erste für den Leverkusen am 85. Minute. Vertretbare Entscheidung, der Schiri stand gut. Oh Gott, das war eigentlich anders geplant. Das war nämlich ein Querpass geplant. 6 Minuten haben wir hier noch. Da wäre Platz für den Konter. Cabral, der jetzt mit Tempo vorbeigeht. Da kann sich was entwickeln. Achtung jetzt. Konterchance mit dem. Und dann noch ein. Das ist ein Eigentor. 2-4. Da Costa. Und ausgerichtet der ehemalige Leverkusener. Ach, ach, was? Ja, es zählt und es. Oh, ist das bitter, dass er. Ob das ohne die Technik auch funktioniert hätte. Na gut, da kostet er, kann aber nichts für. Da ist eigentlich quasi nur in diesen Ball reingelaufen. Tor auf jeden Fall, das 2-4. Da hat sie. War aber schon der Fehler, dass der Burkhardt da vorne den Verteidiger hat laufen lassen. Eine Mannschaft nie abschreiben, aber es wird schwer. Dafür haben sie einfach bislang zu wenig zusammengebracht. Coutinho. Gefährlich jetzt. Noch die Chance. Und? Nee. Ah, keine Entscheidung. Also 4-2, der Endstand am Ende. Nun steht es fest. Leverkusener machen den letzten Treffer. Aus meiner Sicht war das heute eine. Aber zumindest sind es 3 Punkte. Ganz einfach. Es ist ein komisches Spiel, aber es sind 3 Punkte. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Ganz toll. Also überragend. 2 Tore gemacht, Sasa Kalajdzic heute. So. Gut. Dann haben wir's. Und der nächste Gegner heißt dann morgen um 18 Uhr in der Champions League der FC Sevilla. Und die sind definitiv weiter. Damit ist da auch alles entschieden. Damit können wir da auch ein bisschen durchrotieren. Das werde ich dann auch tun. Und ja, wie das Spiel dann ausgeht, aber die 18 Punkte voll machen, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei den anderen Projekten. Wir sehen uns dann wieder bei Let's Play FIFA 21.